Voluminizing Lip Booster. Gleich austasten. Lip Booster. Ja, man schmeckt schon die Pfefferminze. Hallo zusammen erstmal. ich wollte heute eigentlich auch ein ganz spontanes Video machen, weil ich eine Mascara zum ersten Mal auftragen möchte. Genau, und da habe ich gedacht, mache ich mal die Kamera an und zeige euch das Ergebnis. Und zwar geht es um diese Mascara. Das ist von Maybelline New York Lash Sensational Sky. Ja, die wollte ich gerne mal austesten, weil die Werbung unglaublich überzeugend zu sein scheint, beziehungsweise da kann natürlich vielen Dingen nachgeholfen worden sein, aber das Ergebnis scheint ganz spannend zu sein. Deswegen trage ich die jetzt zusammen mit euch auf. Maybelline Sky. Sky High Mascara heißt die. Sky High Mascara. So, ich dachte nur Sky. Die soll. Ist sie ausverkauft? Nee. Ja, doch. Also, die war schon ausverkauft. Ich habe sie immer gezielt gesucht, tatsächlich. Ich habe sie gezielt gesucht, nachdem ich die Werbung gesehen habe. In den Drogerien, überall war ich, wirklich überall. Und die war überall ausverkauft. Und ich hatte Glück gehabt, ich war zufällig im Kaufland und dort hatten sie einen Aufsteller gehabt von Maybelline. Da habe ich mal ganz unvoreingenommen reingeschaut und dann waren zwei noch da. Dann habe ich die sofort mitgenommen. Also guckt einfach mal, wenn ihr die noch haben wollt, im Kaufland oder so in Supermärkten, die halt mit Kosmetik ausgestattet sind. Auf der Homepage steht auch schon, aufgrund der hohen Nachfrage haben wir immer wieder Lieferengpässe. Wir arbeiten daran, das zu lösen. So, was verspricht die Lash Sensational Sky High Mascara von Maybelline? Sie sorgt für extreme Länge und volles Volumen. Dank der neuen Formel, die Bambusextrakt und Fasern enthält, wirken die Wimpern gestärkt und gewinnen zudem optisch an Länge. Ich hatte schon mal eine Mascara gehabt und zwar war das von Gigi Hadid. Die hatte damals eine rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Maybelline war oder L'Oreal, keine Ahnung. Die fand ich richtig gut und die hatte nämlich in sich Fasern gehabt, beziehungsweise ich glaube, sie war zweiseitig. Auf der einen Seite waren diese weißen Fasern, die musste man zuerst auftragen und auf der anderen Seite war dann die Farbe. So, jetzt werde ich euch ein bisschen näher ranzoomen. Und dann wollen wir schauen. Ich bin ganz gespannt. Was ist denn mein Haarband? Ich habe mir gerade frisch die Haare gewaschen. Zack. Okay, dann legen wir mal los. Also, die Mascara hat ein Plastikbürstchen auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen Lidschatten aufgetragen, ganz natürlichen Lidschatten. Und jetzt gehe ich einfach mal hin und gebe die Mascara auf. So, das ist die erste Schicht, würde ich mal sagen. Ja, also ich muss sagen, die gibt schon Länge. Ich nehme mal eine andere Mascara zum Vergleich, Maybelline, und dann hier eine alternative Mascara. Von der ich glaube, dass sie eventuell ein Dupe sein könnte.
Ja. Also im ersten Moment sehe ich jetzt keinen großartigen Unterschied, muss ich sagen. Die gleiche Länge. Ja, oder seht ihr einen Unterschied? Also ich irgendwie nicht. Aber die ist nicht schlecht, so für die erste Schicht. Beide sind nicht schlecht. Ich verrate euch hinterher, welche das ist. Die andere. Genau, und jetzt gehen wir hin und tragen dann die zweite Schicht auf. Oh shit, scheiße. Also das wäre die zweite Schicht. Und man sieht schon, dass es ein bisschen Länge dazu gewonnen hat. Ich gebe jetzt mal die zweite Schicht von der anderen Mascara drauf. Zweite Schicht. Und ich muss sagen, ich sehe keinen großartigen Unterschied. Ich weiß nicht, in der Werbung sah das sehr gut aus. Also da hatte die Dame eine richtig schöne gefächerte Wimpern gehabt. Und die Länge war super. Aber ich habe das auch auf YouTube-Videos gesehen. Aber bei mir scheint es wohl nicht so gut zu funktionieren. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die Ausgangssituation natürlich wichtig ist. Wenn eine Person von vornherein, ja, von Natur aus, längere Wimpern hat oder viele Wimpern hat, dass man dann natürlich ein ganz tolles Ergebnis bekommt, ein besseres als jetzt. Aber ich finde sie jetzt nicht schlecht. Also ich finde die ganz gut. Aber es ist nicht, hat mich jetzt überzeugt. Ich trage jetzt einfach mal spaßeshalber eine dritte Schicht auf. Und auf der anderen Seite auch mit der anderen Mascara. So, ich glaube, mehr Schichten würde ich da auch nicht drauf tun. Mir gefällt das Ergebnis bei dem hier etwas besser, weil ich finde, dass die Wimpern ein bisschen besser getrennt werden als bei dem hier. Als bei der Maybelline. Von daher, da würde ich abwägen, ja, welche Mascara kaufe ich mir, die oder die. Da würde ich auf den Preis schauen, mal gucken, wie viel kostet die denn jetzt? Also die Lash Sensational kostet, wie viel habe ich bezahlt? Irgendwas mit 10, 11 Euro meine ich. 10,95 Euro. Zwischen 10 und 11 Euro für diese Maybelline. Und die andere Mascara, die ich zum Vergleich genommen habe, kostet aktuell, da wechseln ja immer die Preise. Mal schauen. Ja, die kostet aktuell 7,99 Euro. Also dann würde ich mich natürlich für die günstigere Variante entscheiden. Das ist die Avon Unlimited. Ich war von dieser Mascara eigentlich von vornherein sehr zufrieden, begeistert. Und ja, als ich dann diese hier aufgetragen habe, habe ich gedacht, das Ergebnis ist sehr ähnlich. Genau, und ich muss sagen, also ich sehe wirklich keinen Unterschied, oder? Könnt ihr da einen Unterschied sehen? Ich weiß nicht. Also dann hole ich mir doch lieber die günstigere Mascara. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist, hier sollen Fasern drin sein.
Hier sind keine Fasern drin, also das ist eine ganz normale Mascara. Und von daher, wenn ihr vielleicht einen Dupe sucht, ja, Avon Unlimited, kann ich euch gerne unten verlinken. Beide Mascaras, allerdings, wie gesagt, diese Mascara ist im Moment aktuell nicht zu haben, vielleicht bei Google oder bei eBay oder irgendwie sowas. Flaconi.de, die haben die für 10,95 oder ist die auch schon ausverkauft? In den Warenkorb. Ja, bei Flaconi.de könnt ihr die noch bestellen. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.